Hallo und willkommen bei Orkenspalter TV, heute von der RPC in Köln. Und wir kommen gerade aus dem Ulysses-Workshop zu DSA, wo Sie eine ziemliche Bombe haben platzen lassen. Um die Sache kurz und direkt zu halten an der Stelle, die Ulysses Spiele GmbH hat sämtliche Lizenzen, Trademarks und alles, was zu das schwarze Auge gehört, gekauft. Das heißt, in Zukunft sind wir tatsächlich komplett das schwarze Auge. Das hat für euch vor allen Dingen einen, glaube ich, sehr großen Vorteil, weil wir jetzt tatsächlich darauf achten können, sämtliche Sachen wieder miteinander zu verzahnen. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel die Romane, die in Zukunft auch bei uns erscheinen werden, wieder versuchen, direkt mit Abenteuern zu verzahnen oder mit entsprechender Weiterentwicklung, die in Abenteuern stattfindet. Ihr könnt also beruhigt sein, es läuft so weiter wie bisher bei der Nummerierung von DSA. Darüber hinaus wurden eine ganze Menge neue Bände angekündigt, zum Beispiel ohne Rang und Namen für Standard-NSCs. Es wird kleine, ja auch Feature-Kästen geben, wo zum Beispiel mögliche Aufträge der Person drinstehen und ein paar Ergänzungen, wie zum Beispiel etwas über Seelentiere, Namenslisten oder wie ein NSC aussehen kann. Das Ganze ist fokussiert eher auf das Mittelreich. Klassisch kommt mit dem Titel Das Buch der Toten ein Band über Untote aller Art daher, die man als Gegner oder auch als Verbündete und Schergen einsetzen kann. Es wird nicht nur eine Beschreibung von den einzelnen Untoten geben, sondern durchaus auch noch erweitert. Sprich, es wird nekromantische Werke oder auch Totenbeschwörer und so weiter werden etwas detaillierter beschrieben. Es wird natürlich reichhaltig illustriert sein, so wie die gesamte Braunerei. Aber es wird auch einen Regelteil geben, der das Ganze etwas klarer definiert, beziehungsweise ein paar Erweiterungen zu Wege der Zauberei auch bereitstellen wird, sodass man halt auch als Spieler hält, wenn man Nekromant ist, das Ganze etwas besser machen kann als bisher und auch den Helden dementsprechend auch einen sehr finsteren Nekromant mit mehr Möglichkeiten in den Weg stellen kann. Ein weiterer Band wird sich mit Geheimgesellschaften beschäftigen. Verschworene Gemeinschaften wird das Ganze heißen. Beispielsweise die Hand Borons oder der Bund der Schatten. Einige Kabalim-Sekten, aber auch zum Beispiel der Aventurische Bote. Und ja, man findet darin praktisch eine Strukturierung, die Geschichte der Organisationen. Ulysses will sich ein bisschen neu orientieren grundsätzlich und dazu will es seine Fans fragen. Um euch in Zukunft zielgerichtet besser Produkte zu präsentieren, Produkte zu geben, möchte ich erstmal eine Kundenumfrage machen, um herauszubekommen, was ihr gerne möchtet. Was wollt ihr haben? In welche Richtung soll das schwarze Auge gehen? Welche Art Abenteuer möchtet ihr? Welche Art Quellenbücher? Möchtet ihr lieber Abenteuer mit Railroading? Möchtet ihr Sandboxes? Welche Metaplots interessieren euch? Interessiert euch die lebende Geschichte? In welche Richtung soll das schwarze Auge gehen? Dafür möchten wir eine Kundenumfrage machen. Diese Kundenumfrage wird von Juli bis Dezember laufen. In den Büchern werden entsprechend Fragebogen beigelegt. Den könnt ihr natürlich auch aus dem Internet runterladen. Die Fragen dort werden gestellt, wir werden den entwickeln. Jeder, der uns einen solchen Fragebogen einschickt, per Post, bekommt dafür ein Buch geschenkt. Ein spezielles DSA-Abenteuer, das es in der Form nur für die Einsender dieser Kundenumfrage gibt. Es geht um die lebende Geschichte Aventuriens. Das Lebend wollen wir wieder mehr aktivieren. Und darum werden wir den Spielern mehrere Möglichkeiten, 2 bis 3 Möglichkeiten im Jahr bieten, in die lebende Geschichte durch ihr Spielen, durch ihr Zutun an gewissen Stellen einzugreifen. Und das wird dann Teil der aventurischen Geschichte. Das erste solche Event wird auf dem Radcon spielen. Gibt es das sogenannte multiparallele Abenteuer, das dieses Jahr, ohne dass ich dazu oder darüber viel verraten kann oder will, in den Schattenlanden spielen. Dementsprechend wird es da halt ein Setting geben, in dem irgendetwas in den Schattenlanden passiert, das in dem Fall die Teilnehmer des multiparallelen Abenteuers auf dem Radcon, das sind ja über 100 Spieler, pro Tag können immer 36 an dem multiparallelen teilnehmen, sodass sie da in die Weltgestaltung auch der Schattenlande eingreifen können. Ein zweites Standbein für die lebende Geschichte
dass wir uns jetzt für dieses Jahr und noch unabhängig von den Ausgängen der Kundenbefragung, also halt von euren Wünschen machen, ist, dass ein zweiter Baustein für die lebende Geschichte der Alaventurische Konvent auf der Bielstein sein wird. Das ist eine Einladungskonvention. Da sind halt auch normalerweise über 200 Gäste, Briefspieler, DSA-Aktivisten, langjährige Freunde, Fans und Bekannte, die an der Stelle teilweise live sogar Aventurgeschichte erleben und dann auch weiterbilden.